Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Wir nähern uns der LZ. Das wird brenzlig. Nach der Landung, rauf und ran! Landung! Hau rein, Marines! Los, los, los! Weiter so! Vorsichtig! Okay, also vorwärts. Suchen wir den Kartenraum. Dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums. Da, in der Wand. Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. Gib mir ein Ziel, bitte! Der Kartograf muss also hier sein. Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage befindet. Gehen wir weiter rein. Sie dürfen die Tür nicht schließen. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Cortana an Keith. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianz-Truppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Halos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum. Und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Echo 419 an Bodenteam.
Ich bleibe in Stellung und behalte die Allianzler im Auge. Zweiter Trupp, abmarschbereit, sobald alle oben sind. LZ sieht sicher aus, Sir. Keinerlei Aktivität. Viel Glück, Leute. Gieß, Ende. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Spiele nicht den toten Mann! Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. Was zum... Ausgezeichnet.
Mit Holo-Konsole das Sicherheitssystem runterfahren. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Mayday! Mayday! Landungsschiff Bravo 22 unter Feindbeschuss! Wiederhole! Wir sind unter schwerem Beschuss und verlieren Höhe! Wir sind unterwegs. Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten sie gut gebrauchen. Gehen wir den Strand ab. Halten Sie nach Frachtausschau, die wir bergen können. Und los, Mann! Ah!
Anmarsch. Feind bei Kontakt sofort angreifen. Es ist leichter, Sie vom Innern des Komplexes heraus aufzuhalten. Können Sie rein? Negativ! Sie kommen zu schnell näher! Negativ! Chief, Sie müssen den Kartografen finden. Wir werden Sie so lange wie möglich beschäftigen. Macht ihn die Hölle heiß, Marines. Wenn wir hier nicht raus sind, bevor Verstärkung kommt, wird's hier sehr eng. Suchen wir diese Karte. Da, die Holo-Konsole müsste die Karte aktivieren. Analyse. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Interessant. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Cortana an Captain Keyes. Die Verbindung mit dem Captain ist weg, Cortana. Sein Schiff ist wohl außer Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es weiter. Melden Sie mir, wenn der Kontakt wieder da ist und teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lage des Kontrollzentrums festgestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich dorthin begeben. Verstanden. Vorhammer, Ende. Thank you.
Cortana an Echo 419. Der Chief und ich sind oben. Holen Sie uns ab. Roger, bin unterwegs. Koordinaten und Flugplan, den ich erarbeitet habe. Cortana, das sind unterirdische Koordinaten. Die Allianz hat Tiefenscans durchgeführt. Meine Analyse zeigt, dass Halo von Tunnelnetzwerken durchzogen ist, die den ganzen Ring umspannen. Sie haben ja sicher auch unseren Kontostand analysiert. So ein Baby ist nicht billig. Sehen wir es von der positiven Seite, Frau Hammer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Von unten.